Ja, ich darf dann für heute unseren fünften und letzten Redner begrüßen, Herrn Michael Klonowski. Er ist in Ostberlin aufgewachsen und hat am eigenen Leibe gespürt, wie ein Regime gegen einen arbeiten kann. Er weigerte sich, in einer kommunistischen Lehranstalt zu studieren und arbeitete stattdessen als Gabelstaplerfahrer. Nach der Wende wurde er Journalist beim Focus und seit 2016 ist er persönlicher Referent von Herrn Alexander Gauland. Begrüßen Sie mit mir zusammen Herrn Klonowski mit dem Thema »Wie konstruiert ist Volk?« Grüß Gott. Guten Tag, Glück auf. Ich heiße Michael Klonowski und ich sage Ja zum Klimawandel. Wir kommen jetzt zum Entertainment-Teil des Tages. Ich werde heute zu Ihnen über die Frage sprechen, wie konstruiert ein Etwas namens Volk ist. Dass diese Frage sozusagen der Luft liegt, hängt damit zusammen, dass der momentane Zeitgeist in der westlichen Welt von Kräften bestimmt wird, die den Wunsch hegen, dieses Etwas namens Volk möge als ein Konstrukt gelten, weil es dann leichter abgeschafft werden kann. Wo es kein Volk gibt, gibt es nämlich auch keine Heimat. Und wo es keine Heimat gibt, darf sich jeder heimisch fühlen. Es handelt sich also um einen normativen Gedanken, dessen Vater bzw. Älter eins der Wunsch ist. Ein reines Konstrukt könnte man ja nicht abschaffen. Der Zweck des Konstruktivismus ist nicht die Konstruktion, sondern die Dekonstruktion. Andererseits muss man konstatieren, dass derzeit speziell in den Ländern des Westens ein Prozess abläuft, der es von Jahr zu Jahr noch schwieriger macht, die Eigenart eines Volkes zu beschreiben und seinen Personalbestand anders als über die Staatsbürgerschaft zu definieren. Dieser Prozess heißt Völkerwanderung. Natürlich nicht offiziell. Konstrukte können ja nicht wandern. Offiziell heißt ja Flüchtlingskrise, Willkommenskultur, globale Migration, One World oder Umwandlung von monoethnischen, multikulturellen Gesellschaften in monokulturellen Gesellschaften in multiethnische, multikulturelle, wie es ein Harvard-Schelm in den Tagesthemen ausplauderte. Wie alle Flüsse sich ins Meer stürzen, sollen sich alle Völker und Nationen in den Ozean der Weltzivilisation ergießen und dort vereinen. Mag sein, dass nicht nur die linken Globalisten und die internationalen Konzerne das so wünschen, sondern auch der Weltplan dergleichen vorsieht. Dann wird man aber, um in diesem Bilde zu bleiben, konstatieren müssen, dass es die Flüsse tatsächlich gibt. Die progressivsten unter den Gesellschaftsozeanographen indes behaupten, die Existenz verschiedener Ströme sei halb Einbildung, halb Ideologie, vereint zum Vorurteil. Alle Wasser seien gleich, alle flössen längst im selben Delta. Sie bestreiten sogar, dass es einen Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser gibt. Wie konstruiert also ist Volk? Der erhebliche und auch nachhaltige deutsche Denker Robert Habeck zum Beispiel hat gesagt, es gebe kein deutsches Volk. Wenn das stimmt, dann gibt es auch keine verallgemeinbaren deutschen Eigenschaften oder Eigenarten, denn wer sollte sie besitzen? Ich habe verschiedene Gründe, darüber nachzudenken. Zum Beispiel, weil ich ein Mitglied und das vergleichsweise machtlose Oberhaupt einer multiethnischen, multireligiösen Familie bin, die mein Bruder inzwischen sogar bis Tansania ausgedehnt hat. Aber der eigentliche Grund besteht darin, dass man mir mit dieser These versucht, etwas wegzunehmen. Unter uns helldeutschen Betschwestern kann ich verraten, was. Fast alles, was ich hasse, ist deutsch. Fast alles, was mich anwidert, ist deutsch. Fast alles, was ich verachte, ist deutsch. Wenn es dieses Deutsche nun gar nicht gibt, wie immerhin ein Mann behauptet, der Kanzler werden will, also Kanzler eines Konstrukts sozusagen, dann bin ich wahrnehmungsgestört und muss dringend zum Psychiater.
und zum Augenarzt. Sogar meine Nase und meinen Gaumen muss ich kontrollieren lassen. Vielleicht bilde ich mir nur ein, dass ich jeden Abend Wein trinke und tatsächlich ist es Kommodenlack. Einstweilen wehre ich mich also gegen die Unterstellung, dass ich verrückt bin und Gespenster sehe. Was mir im Reichshauptslamm Berlin entgegenkommt, den linken Teil des Schädels kahl rasiert, blaue Strähnen rechts, ein Pfund Blech gleichmäßig im Gesicht verteilt und ansonsten großflächig tätowiert, im Unterhemd mit zerfetzter Jeans, Wagner für einen Pizzafabrikanten und den Kapitalismus für den Weltfeind haltend, aber für einen Sexisten immer noch irgendwie als weiblich erkennbar, ist erstens kein Konstrukt und zweitens deutsch. Der Internetauftritt der grünen Jugend, eine Hüpfburg hysterischer Cretins und geschlechtsneutraler Teletubbies, neben der ein Zigeunerhaus wie eine Palladio-Villa wirkt, deutsch. Der Staatskirchenparteitag der Fotzenmaler, deutsch. Die tägliche schwarze Messe um das Alien aus Braunau und seine unsühnbare Teufelsherrschaft, deutsch. Die Gier nach Gleichheit, die Verhöhnung des Besonderen, Artifiziellen, Verfeinerten, deutsch. Die Bereitschaft, im Kollektivrausch politischen Übergeschnappten zu folgen und sich den Kopf lustvoll an der dicksten Wand einzuschlagen, ob nun 1918, 1941 oder 2015, deutsch. Infantile Horden, die durch die Straßen laufen und skandieren, hoch mit dem Klima, runter mit der Kohle, deutsch. Schamlosigkeit und Vulgarität verkauft als Authentizität und Natürlichkeit, deutsch. Anton Hofreiter, Sascha Lobo, Konstantin Wecker und Claudia Kipping-Eckardt, deutsch. Fernstenliebe aus Mangel an Nächsten, kinderlose Frauen, die eigene Kinder unter Klimaschädlinge rubrizieren, aber afrikanische Kinder am Bahnhof mit Teddys begrüßen, deutsch. Klassikkonzertbesucherinnen, die in die Jahre gekommen sind, jedoch nimmermehr auf die Idee, sich die Haare frisieren oder gar färben zu lassen, deutsch. Intellektuelle, die sich im Ausland nicht deutsch reden, weil sie sich dafür schämen, als Deutsche erkannt zu werden, deutsch. Überhaupt diese ganze verklemmte Selbstablehnung, diese Streberei im endgültig besiegt sein, diese Wollust, sich in Europa oder gleich in der ganzen Welt aufzulösen, dass sich suhlen in nationaler Minderwertigkeit, durchdrungen vom Größenwahn, dergleichen sei vorbildlich deutsch. Windräder hineingerammt in Kaspar David Friedrich Landschaften, deutsch. Ungeschminkte Frauen auf flachen Sohlen, die mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten kennen als unser eins Stellungen, deutsch. Ich breche hier ab, keineswegs, weil ich erschöpft bin. Ich könnte eine Stunde so weitermachen. Ich habe in meinem Leben nichts Widerlicheres kennengelernt als Deutsche und nun kommen Spitzenvertreter des widerwärtigen Deutschtums und behaupten, meine Wahrnehmung sei gestört. Es gebe gar nichts originär Deutsches. Bis an den letzten Tag, den Allah für mich werden lässt, werde ich diesem Schwindel widersprechen. Deutsch sind sie, Kerndeutsch, Knalldeutsch, Quietschdeutsch, Dummdeutsch, Deutsch, basta. Ist das alles? Natürlich nicht. So wie ich meine Aversion gegen viele meiner Landsleute nicht verhehlen kann, so mag ich doch sehr vieles typisch Deutsche. Was das sein soll? Ich werde es ja kaum erschöpfend beantworten, aber grob und in Kürze sei es versucht. Deutsch sind der Riesling und die Burgen am Rhein. Tillmann Riemenschneider und Matthias Grünewald. Eine feste Burg ist unser Gott und das Patrim Deutsch von Johann Walter. Bachs kontrapunktisches Schöpfungslob und heiterer Protestantismus. Schuberts Schöne Müllerin, das Meistersingervorspiel und der Einzug der Gäste in die Wartburg im Tannhäuser. Der Mond der Romantik von Caspar David Friedrich bis Novalis. Natürlich Eichendorff, aber unbedingt auch Wilhelm Busch.
diese Mischung aus Gemütlichkeit, Schadenfreude, Boshaftigkeit und Witz, an deren Ende immer brachial die Ordnung wiederhergestellt wird. Die Begriffsmühlen des deutschen Idealismus sind deutsch. Der hohe Ton von Schiller über Hölderlin bis zu George, der mitreißende Fundamentalismus Kleists, die Brüder Humboldt als Mitbegründer jener Spielart deutscher Leitkultur, deren Leidenschaft der Erforschung fremder Kulturen galt. Deutsch ist die Mentalität, eine Sache zu Ende zu führen. Es ist deutsch, zu viel zu arbeiten, und eine gewisse Unfähigkeit, die Früchte dieser Arbeit zu genießen, ist es auch. Die ewige Frage, was deutsch sei, ist deutsch. Deutsch ist es, die Elementa zu spekulieren und für alles nicht spekulative technische Lösung zu ersinnen. Deutsch ist die Idee der Universität als Ort universeller Bildung. Natürlich Waldesweben und Waldesruh, Wiesengrund und Mühlbach, Tiefsinn und Bierseligkeit, Gemütlichkeit und Gemüt, Innerlichkeit und Pflichtethik, Kehrwoche und Metaphysik, gehaltene Versprechen und Derbheit im Umgang. Nie weltmännisch, stets etwas verhockt und provinziell steif, lange manisch-grekophil, jeder Mythe gewogen, aber von Latinität weitgehend unberührt, das Wahrnehmungsgenie Goethe ausgenommen. Die faustische Unbegabung zum Glücklichsein, deutsche Ingenieurskunst und Made in Germany als weltweites Gütesiegel. Ordnung muss sein als erste Maxime. Alles Schnee von gestern? Eine spezifisch deutsche Kultur sei jenseits der Sprache für sie nicht zu erkennen, hat Aydan Saliha Özugus zerknirscht eingestanden. Damals als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration im Rang einer Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin. Was dann an Reaktionen von rechts folgte, spricht eher für meine These, dass es durchaus eine spezifische deutsche Art gibt, die Frage aber offen bleibt, ob es sich dabei noch um Kultur handelt. Bedenken Sie bitte, die Frau, aus türkischer Familie stammt, war Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und hat trotzdem eine spezifisch deutsche Kultur in der Sprache erkannt. Wie, wenn das subversiver Hohn war, eine Art semantisches Stauffenberg-Attentat. Frau Özugus ist eine deutsche Politikerin, das heißt, man muss nachsichtig mit ihr sein, denn sie repräsentiert ein bildungsfernes Milieu. Aber immerhin, die Sprache Goethes und Merkels ließ sie uns. Das erinnert mich an die bundesrepublikanischen Geistesschaffenden der Flakhelfer-Generation, unter denen die Formulierung populär war, man habe seine Heimat in der deutschen Sprache gefunden. Das war sozusagen die Magerstufe des intellektuellen Patriotismus. Das deutsche Kind hatten sie längst mit dem nationalsozialistischen Bade ausgeschüttet. Die Sprache also. Das Esperanto ausgenommen, ist keine einzige Sprache ein Konstrukt. Dass die Sprachen existieren, hat noch kein Konstruktivist bestritten. Womöglich sind die Völker gar nicht die Gedanken Gottes, wie Herder poetisch formulierte, aber ganz sicher sind die Sprachen die Gedanken der Völker. Wir befinden uns hier in einer ähnlichen Situation wie in der literarischen und musikalischen Tradition. Auch dort haben progressive Theoretiker längst festgestellt, dass es Genies überhaupt nicht gibt, nur ihre Werke. Die Sprachen belegen die Existenz von Völkern und sie bezeugen die enormen Unterschiede zwischen den Sprechern. Dieser Satz ist unglaublich trivial. Dass er heute fast subversiv klingt, verdeutlicht, welches Narrenschiff wir nolens volens bestiegen haben. Auf die Brücke drängen Leute, die Völker und Geschlechter für Konstrukte halten, die EU und Gender aber nicht. Wenn Sie könnten, würden Sie die babylonische Sprachverwirrung rückgängig machen und einer einheitlichen, auch ethnisch irgendwann einheitlich durchmischten One World eine Einheitssprache aufdrücken. Ich habe keine Ahnung, was Menschen reitet, die solche Träume träumen. In den Sprachen leben also die Nationalcharaktere. Italienisch etwas, die Sprache der Piazza, der Oper, des täglichen Bella Figura-Machens. Französisch ist die Sprache der geraunten Frivolitäten, der eleganten Bonmots, der diplomatischen Euphemismen. Deutsch ist die Sprache des metaphysischen Tiefsinns, des murmelnden Mühlbachs und des Amtsschimmels.
Dem Englischen wiederum wohnt ohne Zweifel etwas schnell zur Sache kommendes, praktisch prägnantes, geschäftsmäßiges, welthandelstreibendes inne. Ohne die zahllosen poetischen Perlen und die unendliche Fülle der Redewendungen zu verkennen, die diese Sprache hervorgebracht hat. Und ich habe jetzt nur eng verwandte europäische Sprachen aufgezählt. Viele asiatische Sprachen beispielsweise behandeln das heilige europäische Ich mit großer Diskretion. Man könnte stundenlang darüber meditieren, warum im Deutschen und nur im Deutschen die Substantive großgeschrieben werden, um dann wahrscheinlich bei einem dreckigen Scherz zu enden, etwa weil der brave Deutsche einem kleingeschriebenen Führer und einer kleingeschriebenen fremden Führerin nicht so bedingungslos folgen würde. Allerdings hat sich in den vergangenen 50 Jahren die ethnische Zusammensetzung der Sprecher europäischer Sprachen sehr verändert. Nicht nur in den Kolonialnationen England, Frankreich, Holland, Belgien, auch in Skandinavien oder eben bei uns. Der demografische Druck auf den Westen verändert die Zusammensetzung der westlichen Völker. Solange dieser Prozess läuft, dürfen Sie übrigens nicht Umvolkung dazu sagen. Danach ist es egal. Nun kommen unsere Progressisten und erklären, Migration hat es schon immer gegeben, ethnisch homogene Völker hingegen nie. Die Welt ist im Wandel, wir dürfen uns nicht abschotten, wir müssen unsere Kolonial- und Klimaschuld abtragen durch Aufnahme von Migranten. Alle Ethnien sind kompatibel, alle Kulturen gleichwertig, alle Menschen gleich. Die einen leben dann halt länger hier und die anderen erst neuerdings. Das wird schon alles gut gehen. Und Deutscher ist, wer einen deutschen Pass hat. Sämtliche anderen Unterscheidungen sind rassistisch. Nur weil ein Bevölkerungsaustausch läuft, sind wir überhaupt mit solchen normativen Zumutungen konfrontiert. Und nur deswegen werden auch rückwirkend die Völker abgeräumt und die nationalen Identitäten verspottet. Interessanterweise von Leuten, die sich für Identity Politics engagieren, also an Identitäten sofort nichts mehr auszusetzen haben, wenn sie die Rechte sogenannter Minderheiten betreffen. Die weiße Minderheit in Südafrika mal ausgenommen. Das heißt, auch im Ozean der Weltzivilisation werden die Wasser von den Flüssen reden, aus denen sie stammen. Gewiss, die Gemeinsamkeiten zwischen einem durchschnittlichen ethnischen Nordafrikaner und einem durchschnittlichen ethnischen Skandinavier sind viel einfacher zu definieren als die Unterschiede, vor allem in Zeiten der politischen Korrektheit. Zu erkennen sind diese Unterschiede auf den ersten Blick. Zu erkennen ist der Unterschied auch dann, wenn beide, sagen wir, einen norwegischen Pass besitzen. Wenn Heribert Prantl morgen zu den Tsonga auswandert, einen Lendenschurz aus Ziegenfell anlegt, Fußrasseln umbindet und sich in den Fruchtbarkeitstanz einreiht, wird trotzdem niemand glauben, er sei jetzt ein Bantu. Dabei wäre es so schön. Ist aber umgekehrt tatsächlich ein Europäer, wer rund um die Uhr mit Allah und wenig außerdem im Kopf herumrennt, Frauen verschleiert, Wein und Musik für sündhaft hält, die europäische Literatur, den europäischen Geist und die europäische Lebensart gering schätzt, wer etwa als Franzose nie den Louvre betreten, nie ein Konzert, nie eine Oper besucht hat und stattdessen glaubt, die Welt mit beduinischen Verhaltensvorschriften aus dem 7. Jahrhundert missionieren zu müssen, auch wenn seine Eltern in Europa geboren sind, auch wenn er einen europäischen Pass hat. Rechtlich gesehen, ja. Doch es sind Fremde, denen man auch in zweiter oder dritter Generation die gepflegte Fremdheit durchaus ansieht, weil die Angehörigen dieser Gruppe sich weder mit autochthonen Europäern kreuzen, noch deren Kultur, ob zwar sie in ihr Leben, überhaupt zur Kenntnis nehmen. Es ist eine tiefe, ethnisch, soziale Fremdheit. Längst existieren überall in Westeuropa Gebiete, wo man als Araber geboren wird. Das sind keine europäischen Gebiete mehr, sondern nordafrikanische. Es gibt Völker, die entschieden nicht vorhaben zu verschwinden. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die sich nicht relativieren lassen, sondern sich absolut setzen, die wachsen, missionieren, erobern und herrschen wollen. Was sagt der Konstruktivismus dazu? Warum gehen unsere Konstruktivisten nicht mal zum Freitagsgebet in eine Moschee und erklären dort, der Islam sei bloß ein Konstrukt?
Es kann rasend komisch sein, wenn Konstrukte wild werden. Nie hätte eine Frau dem Achill unterbreitet, seine Männlichkeit sei nur konstruiert. Stalin ist nicht am 3. Juli 1941 ans Radiomikrofon getreten und hat gesagt, ein Konstrukt namens Wehrmacht hat uns angegriffen. Und nie wird einer dieser linken Fatzkes behaupten, der Islam sei ein Konstrukt. Sie werden zum Beispiel auch nicht sagen, das türkische Volk ist ein Konstrukt. Denn ein achtbarer Türke kann dann sehr grimmig werden. Ich mag die Türken. Altes Kriegervolk, gute Haltung, ausrasierter Nacken, stolze Männer. Die Frauen zuweilen von einem geradezu bedrohlichen Ernst. Keine schmierigen Levantiner, aber auch keine androgynen Schluffis, keine Körnerfresser, keine Veganer. Kein schlechtes Gewissen, wenn sie ins Auto steigen. Sie glauben weder daran, dass es 3 oder 13 oder 30 Geschlechter gibt, noch daran, dass ihre Flatulenz die Pole schmelzen lässt. Und auch nicht daran, dass sie der dritten Welt etwas schulden, was sie sich dort niemals geliehen haben. Und sie sind einfach nicht davon abzubringen, dass sie Türken sind. Merke, als Konstrukt wird nur eingestuft, was schwach ist, was ohnehin fällt, was sich nicht wehrt. Konstruktivisten sind sekundäre Aasfresser. Der erste Konstruktivist war übrigens der Vorsokratiker Zenon von Elea. Das Gleichnis kennen Sie alle mit Achilles und der Schildkröte, nicht? Also Achilles lässt der Schildkröte einen Vorsprung. Er startet mit 100 Meter Rückstand und wenn er 100 Meter gelaufen ist, ist die Schildkröte 10 Meter gelaufen. Wenn er 10 Meter gelaufen ist, ist die Schildkröte 1 Meter gelaufen. Wenn er 1 Meter gelaufen ist, ist die Schildkröte 10 Zentimeter gelaufen und niemals wird Achilles die Schildkröte überholen können. An den geisteswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten überholt Achilles die Schildkröte nie. So ungefähr ist es mit den theoretisch zergliederten und abgeschafften Völkern und Geschlechtern. Sie sind einfach noch da. Nur weil sich ein Etwas namens Volk nicht exakt definieren lässt, an den Rändern ausfranst, sich im stetigen Wandel befindet, existiert es ja nicht nicht. Aber wie gesagt, hinter diesen konstruktivistischen Thesen, an die außer an ein paar Universitäten und Stiftungen isolierten Hochbegabten niemand ernsthaft glaubt, steht ein normativer Gedanke. Wenn ich die Existenz von Völkern und Nationalcharakteren schon einmal prophylaktisch und bis zurück in die Vergangenheit bestreite, kann ich sie in Zukunft desto leichter planieren und die bessere, die eine Welt schaffen. Im Roman Ein Gentleman in Moskau von Amor Towles, der in Moskau nach der russischen Revolution spielt, ordnen die Bolschewiken an, dass auf sämtlichen Flaschen im Weinkeller des Hotels Metropol die Etiketten entfernt werden und es fortan nur noch Rotwein und Weißwein gibt, weil die Verschiedenheit der Rebsäfte dem bolschewistischen Ideal der Gleichheit widerspricht. Darauf läuft es wohl hinaus, wenn wir alle in den Ozean der Weltzivilisation gespült werden sollen. Ist das erstrebenswert? Ich frage extra nicht, ist das vermeidbar? Denn manche Unvermeidbarkeit in der Geschichte war nicht besonders erstrebenswert. Die Ablösung des Salonspeisewagens der preußischen Staatseisenbahn durch das ICE-Bordbistro beispielsweise. Ist das Verschwinden der Völker im Ozean der Weltzivilisation erstrebenswert? Aber was würde eigentlich verschwinden, wenn beispielsweise Deutschland verschwindet? Jetzt mal praktisch in Richtung Habeck gefragt. Die deutsche Hochkultur, sie mag weltweit in den Konzertsälen und Bibliotheken als typisch deutsch gelten, und mich mit der polnischen Literaturwissenschaftlerin, der koreanischen Mezzosopranistin und dem israelischen Dirigenten verbinden. Sie mag unter Gebildeten überleben und vielleicht gilt unter Biocomputern dermaleinst Johann Sebastian Bach als ihr Abraham, aber eine Verbindung unter Deutschen stiftet sie nicht mehr. Kultur bedeutet freilich viel mehr als nur Hochkultur. Sie spielt in die Bereiche der nationalen Mentalitäten hinein, der Art zu leben, der Tugenden, Verhaltensweisen, Verbindlichkeiten und ungeschriebenen Gesetze, der ganzen alltagskulturellen Codes, auf denen das Zusammenleben beruht. Ein etwas profanes Kompositum zur Beschreibung solcher kulturellen Mentalitäten heißt kulturelles Kapital. Es verbindet die Sphäre der Alltagskultur mit jener der Ökonomie. Das ist bekanntlich eine sehr praktische Sphäre, weshalb die universitäre Idee, alle Völker seien letztlich irgendwie gleich, dort nie Fuß gefasst hat.
Das Konsumverhalten der Völker unterscheidet sich erheblich voneinander. Ein und dasselbe Produkt wird in verschiedenen Ländern unterschiedlich beworben. Es handelt sich um eine Art Racial Profiling der Marketingabteilungen. Die typisch deutsche Werbung mit dem Mann als Depp und der Frau als Wegweiser wäre anderswo der Image-Tod des Produktes. Kein Unternehmen wird in einem Land investieren, ohne vorher zu recherchieren, was für ein Menschenschlag dort lebt. Das heißt, Kalkulationen über das kulturelle Kapital anstellen. Zu diesem Kapital gehören Bildung, Intelligenz, Arbeitsmoral, Leistungswille, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Vertragstreue, Rechtstreue, Fairness. Wo kulturelles Kapital dieser Art über Generationen akkumuliert wurde, wird man mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Gesellschaft vorfinden, in der Achtung vor den Rechten des Individuums inklusive Meinungs- und Religionsfreiheit herrscht, die Staatsgewalt kontrolliert wird, die Kriminalität gering ist, eine gute Balance zwischen Egoismus und Gemeinwohlorientierung besteht, sowie ein allgemeines Interesse an Bildung und Aufstieg für ein entwicklungsfreudiges Klima sorgt. Eine wesentliche Leistung des kulturellen Kapitals besteht im Aufbau von Vertrauen, schreibt Rolf-Peter Sieferle, er Ruhe in Frieden. Menschen, die sich kulturell unter Gleichgesinnten bewegen, neigen dazu, diesem Vertrauen entgegenzubringen und nicht in jeder Situation misstrauisch Betrug zu wittern und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. In ökonomischer Sicht handelt es sich hierbei um ein Senken von Transaktionskosten. Zitat Ende. Sieferle erinnert an die heute märchenhaft erscheinende Institution des Geldbriefträgers, der bis in die Mitte der 1960er Jahre Bargeld an private Adressen austrug, weil es gab ja damals keine Geldautomaten. Da läuft ein älterer Mann mit einer schweren Geldtasche, für jedermann erkennbar, durch die Straßen und nichts geschieht ihm. Heute müsste er mit einem enormen Aufgebot an Bodyguards begleitet werden. Ja. Das hier in Rede stehende Vertrauen erreichte in den ethnisch-kulturell eher homogenen Ländern Nord- und Westeuropas eine erstaunliche Stabilität und war der Hauptgrund für deren wirtschaftliche und geistige Leistungsfähigkeit. Dieses Vertrauen und das ihm zugrunde liegende kulturelle Kapital werden gerade mit dem Segen der Bundesregierung abgeräumt. Wenn wir heute von deutschen Rentnern lesen, die von Betrügern mit dem berühmten daseinsveredelnden Hintergrund betrogen worden sind, erleben wir, wie gewissermaßen die Restbestände dieses Vertrauens abgemolken werden. Diese alten Leute sind ja nicht zwingend senil. Sie sind in einer Umwelt gegenseitigen Vertrauens aufgewachsen und sozialisiert worden und deswegen eine leichte Beute. Ich will hier aber keine gesellschaftlichen Entwicklungen beschreiben oder beklagen, sondern nur darauf hinweisen, dass kulturelles Kapital in verschiedenen Völkern oder meinethalben Kulturkreisen verschieden verteilt ist. Und alles andere ist als ein Konstrukt. Auf die Frage, can most people be trusted, haben 1990 52% der Amerikaner und Kanadier mit Ja geantwortet. Anno 2000, 10 Jahre später, waren es nur noch 36% bzw. 39%. Im selben Jahr beantworteten immer noch 67% der Dänen die Frage mit Ja, aber nur 3% der Brasilianer. Wer Vertrauen misst, misst nicht nur den Zivilisationsgrad, er treibt Völkerpsychologie. Ein Linker würde sagen, er schürt Vorurteile. Das Ethos einer Leistungsgesellschaft ist viel zu komplex und hat zu tiefe Wurzeln, als dass irgendwer es konstruieren könnte. Es ist ein über Generationen gewachsenes Phänomen. Deswegen dauert es auch vergleichsweise lange, solches kulturelles Kapital zu zerstören. Sie können sich ausmalen, wie kräftig ein Organismus sein muss, der zugleich die Grünen hat und am Morbus Merkel laboriert, aber trotzdem noch wirtschaftlich leistungsfähig ist. Nur, wenn keine Medizin verabfolgt wird, kommt irgendwann der Punkt, an dem der Organismus kollabiert. Wenn das kulturelle Kapital einmal zerstört ist, kommt es nie mehr wieder. Halten wir fest, kulturelles Kapital ist ethnisch-kulturell verschieden verteilt. Der Fluch des Multikulturalismus besteht darin, dass die Sicherheiten einer über Generationen eingeschliffenen Alltagskultur nicht mehr gelten. Dass im Umgang der Menschen keine Selbstverständlichkeiten mehr existieren, weil plötzlich unterschiedliche Gruppen auf ein und demselben Territorium unterschiedlichen Verhaltenscodes folgen, und zwar ihren jeweils eigenen. Das Missverständnis wird zur Regel.
Eine Vermeidung des Missverständnisses ist das erste Gebot. Ein falsches Wort, eine falsche Geste können katastrophale Folgen haben. Dann müssen die Regeln des Zusammenlebens tatsächlich täglich neu ausgehandelt werden. Und zwar nach den Kriterien des Stärkeren. Das gesellschaftliche Ritual der Geschlechter beispielsweise, der ganze Kosmos von Galanterie, Koketterie, Flirt, Rendezvous, ist dann endgültig passé. Nicht nur an amerikanischen Universitäten und in der Redaktion der Zeit. Unbegleitete männliche Flüchtlinge oder glaubensstarke Neumitbürger verklickern ohnehin gerade deutschen Willkommensmädels die Besitzverhältnisse in der neuen Geschlechterhierarchie. Unsere Ausgangsfrage lautete, wie konstruiert ist Volk? Wir haben festgestellt, Volk ist mehr als Staatsbürgerschaft. Jeder sieht auf den ersten Blick, dass sich ein Japaner von einem Kongolesen unterscheidet, dass ein Algerier anderer Wesensart ist als ein Schwede. Allein, dass in Frankreich die Gelbwesten trotz extremer staatlicher Repression nicht aufhören, auf die Straße zu gehen, während auf der anderen Seite des Rheins das Motto »Lieb Vaterland, magst ruhig sein« unbeirrt gilt, verdeutlicht die Existenz von Nationalcharakteren sehr anschaulich. Während die empirische psychologische Forschung längst registriert hat, dass Fremd- und Selbstzuschreibungen von ethnisch-kulturellen Gruppen erstaunliche Übereinstimmungen zeigen, schlagen uns Politik und Feuilleton die Begriffe Vorurteil und Stereotype um die Ohren. Ich möchte mit einem Kabarettisten antworten, dessen Name mir entfallen ist. Sagen Sie mir ein Vorurteil, das nicht stimmt. Das Vorurteil ist jenes Organ, mit dem wir uns das Universum aneignen, sagt Gomez Dávila. Was wiederum die Stereotype betrifft, so gibt es in den USA seit einem Vierteljahrhundert eine Forschungsrichtung mit dem Namen Stereotype Accuracy, zu Deutsch Stereotypengenauigkeit. Diese Disziplin befasst sich mit dem Realitätsgehalt von Stereotypen, trotz aller PC, weil dieser Realitätsgehalt eben doch sehr hoch ist. Was mich persönlich wundert, Vorurteile und Stereotype sind geronnene kollektive Erfahrungen. Es hat zwischen Völkern und Nationen immer Wanderungsbewegungen gegeben. Soweit liegen unsere linken Weltplandeuter richtig. In Europa waren das allerdings nahezu immer Binnenwanderungen. Ausnahmen waren die Züge der Hunnen und später der Ungarn. Die Mongoleneinfälle haben uns ethnisch kaum erreicht, deren Besonderheit man bis heute an der ungarischen Weltsprache sieht. So wie die Eroberung Südspaniens durch die Araber. Solche Wanderungen waren entweder Eroberungszüge oder sie resultierten aus wirtschaftlichen Notlagen. Manchmal kam beides zusammen, wie bei dem Einfall der Kimbern und Teutonen ins Römische Reich. Wenn sie nicht als Eroberer kommen, passen sich die Einwanderer normalerweise dem Habitus der Aufnahmegesellschaft an und verändern diese dabei unmerklich. Normalerweise ist dieser Vorgang allein schon im Eigeninteresse der Einwanderer in der zweiten Generation abgeschlossen. Wenn sich solche Prozesse sozusagen tröpfchenweise vollziehen, erzeugen sie kaum Probleme. Und es ist im nachantiken Europa auch immer so gewesen. Vollzieht sich der Prozess allerdings zu schnell, geradezu lawinenhaft, dann kann sich die neue Gruppe nicht integrieren. Integrieren muss sich ja immer der Einwanderer. Und sie bildet ein separiertes Milieu. Goethe hat über eine andere Art von Migranten, die Fremdwörter, gesagt, die Gewalt einer Sprache bestünde nicht darin, dass sie das Fremde abweist, sondern verschlingt. Er vertraute darauf, dass eine solide Verdauung schon mit dieser Aufgabe fertig würde. Allerdings hat auch der beste Magen seine Kapazitätsgrenzen. Wird das Verdauungssystem notorisch überbelastet, verfettet der Organismus und wird krank. Deutschland kann die ihm zugewiesenen Fremden schon seit langem nicht mehr verdauen, aber trotzdem wird die deutsche Gans weiter gemästet. Wer heute hier einwandert, muss sich längst nicht integrieren, weil er schon bestens in seine jeweilige Parallelstruktur integriert ist und seine Versorgung völlig unabhängig von seinem Anpassungswillen stattfindet. Das kann nicht gut ausgehen. Im Mangel- oder Krisenfall werden sich die Einwanderer zu ethnisch-kulturellen Pressure Groups formieren und ihre Partikularinteressen durchzusetzen versuchen. Auch wenn das einwandernde Kollektiv sich per se von den Einheimischen abgrenzt, deutlich abweichende Sitten pflegt und sich im Fortpflanzungsverhalten unterscheidet, sind Konflikte unvermeidlich. Dann hat man es aber weniger mit Einwanderern zu tun, als vielmehr mit Eroberern. Ein Land muss verrückt sein, wenn es solches Verhalten mit Steuergeldern fördert. Die Idee, es gebe keine Volkszugehörigkeit außerhalb der Staatsbürgerschaft, ist ausschließliches Geheimwissen der politischen und kulturellen Eliten einiger weniger westlicher Länder, voran Deutschland. So wie Sie morgens
wenn es ihnen in der Nacht zufällig entfallen sein sollte, unter der Dusche mit einem Blick an sich herab sofort feststellen, ob sie Junge oder Mädchen sind, so sehen sie den meisten Menschen umstandslos an, welcher Ethnie sie angehören. Und so wird man sie im Bürgerkriegsfall umstandslos mit ihrer Ethnie identifizieren. Im Ernstfall gibt es keine Konstrukte. Die Völkerpsychologie, eine aus dem bekannten Grund eher als anrüchig geltende Wissenschaft, hat schon lange nachgewiesen, dass sich Nationalcharaktere bzw. ethnische Prägungen sogar bei Auswanderern im Ausland in nächster Generation erhalten. In seinem eindrucksvollen Buch Völkerpsychologie verschafft Andreas von der Racht dem Leser einen Überblick über die Geschichte und den Erkenntnisstand seines Genres. Ich zitiere einen kurzen Passus aus dem Kapitel Moral und Kriminalstatistik. Aufschlussreich sind Daten aus den Staaten, in denen verschiedene Völker lebten. So war in Österreich-Ungarn die Gewaltkriminalität in allen nicht-deutschen Gebieten größer als in den deutschen. Die Juden wiesen nur eine sehr geringe Gewaltkriminalität auf, dafür aber hohe Werte bei Betrug. Die Zigeuner waren beim Diebstahl stark vertreten. Auch innerhalb des zaristischen Russlands war die Gewaltkriminalität bei Deutschen und bei Juden am geringsten. Am meisten neigten dort die Völker des Kaukasus und die Tataren zu Gewalttaten. Das europäische Verteilungsmuster spiegelte sich auch in der amerikanischen Gesellschaft wieder. Auch hier hatten die Nachkommen der aus Nord- und Westeuropa Eingewanderten eine viel geringere Straffälligkeit als die der aus Süd- und Osteuropa Eingewanderten. Zitat Ende. Linke und linksliberale Soziologen bringen bei solchen Statistiken jetzt die sozialen Umstände ins Spiel als wichtigste Einflussgröße. Aber sie lassen immer die Frage unbeantwortet, warum verschiedene Völker und Ethnien verschiedene soziale Verhältnisse herstellen. Allerdings haben empirische Untersuchungen sogar ergeben, dass bereits Neugeborene in ihrem Verhalten sich je nach Ethnie anders unterscheiden. So beginnen weiße Babys leichter zu schreien und sind schwerer zu beruhigen als chinesische Babys, die weniger erregbar sind und fast mit jeder Lage zufrieden, in die man sie bringt, sogar wenn man sie nach unten, mit dem Gesicht nach unten legt. Diese Unterschiede gelten übrigens auch für Babys chinesischer Herkunft, die in den USA geboren wurden. Am interessantesten wird es, und hier beginnt zugleich die Zone der akademischen Kopfschüsse, weil es das derzeit größte Tabu der westlichen Welt berührt, wenn genetische Unterschiede zwischen den großen ethnischen Gruppen zur Erklärung für unterschiedliche Eigenschaften herangezogen werden, zum Beispiel eben für die unterschiedliche Gewaltneigung. Wir kennen dieses Problem aus den Diskussionen um kriminelle Zuwanderer in Deutschland. Statistisch ist deren Kriminalität verglichen mit den Eingeborenen um ein Vielfaches höher, was trotz mehr oder weniger smarter Statistikmanipulationen, trotz Dunkelfeld und Gesinnungsdruck auch selbst in den Staatsmedien nicht mehr verleugnet werden kann. Wir werden freilich multimedial mit der endgültigen Wahrheit beschallt, die Herkunft habe nichts damit zu tun. Flüchtlinge seien nicht per se krimineller als Deutsche, sie begehen nur mehr Straftaten. Andere Faktoren seien dafür verantwortlich. Es handele sich vor allem um junge Männer, also eine Gruppe, die überall auf der Welt am meisten Straftaten begehe. Sie seien oft traumatisiert, vegetierten weiberlos und ohne ihre Familien in überfüllten Heimen und so weiter. Wenn Holger und Jochen so leben müssten, würden sie genauso oft straffällig werden wie Ahmed und Mustafa. Denn alle Menschen und Ethnien sind gleich. Also was uns diese Wohlmeinenden eigentlich vorrechnen, ist Folgendes. Wenn Martin im selben Land wie Mohammed geboren wäre, seine Eltern und Vorfahren aus demselben Milieu stammten und derselben Religion folgten, wenn er genauso aufgewachsen wäre, dieselbe Bildung erfahren, einen ähnlichen Beruf gelernt, überhaupt ein ähnliches Schicksal hätte, dann wären beide auch in einem ähnlichen Maße gewaltaffin. Zwar hat der FC Schalke 1:7 bei Manchester City verloren, aber wenn wir statistisch alles herausrechnen, was zu Schalkes Ungunsten spricht, Budget, Trainer, Spielergehälter, Konkurrenzdrucken der Liga, Stadion und so weiter, liefe die Sache auf ein Unentschieden hinaus. Das ist Religion, nicht? Und nun kommen die Verhaltenspsychologen mit der Erkenntnis, dass die unterschiedliche Gewaltneigung innerhalb von Ethnien mit genetischen Unterschieden korreliert. Ich meine das Monoaminooxidase-A-Gen, kurz MAOA-Gen, das auf den plakativen Namen Krieger-Gen getauft wurde. Es handelt sich um ein Gen auf dem X-Chromosom, das in mehreren Allelen vorstellig wird. Seit den 1990er Jahren ist bekannt, dass das Vorkommen eines dieser Allele mit aggressivem Verhalten korreliert. Die genetischen Details sind kompliziert. Zusammengefasst lässt sich Folgendes konstatieren. Das MAOA2R-Allel kommt bei 0,1 bis 0,5% der Europäer vor.
bei amerikanischen Schwarzen ist es mit Werten zwischen 4,7 und 5,5% deutlich häufiger. Bei Chinesen wurde es überhaupt nicht gemessen, aber bei Arabern kam es auf den beeindruckenden Wert von 15,6%. Die Volksempirie, das Vorurteil, hatte schon immer gewusst, Südländer sind heißblütig. Die Genetik bestätigt das jetzt. Eine plausible, wenn auch nicht allumfassende Erklärung für dieses Phänomen lautet, eine kriegerische, patriarchalische Beduinenkultur, in der Polygamie praktiziert wird, hat über Jahrhunderte im Kampf erfolgreiche, aggressive Männer mit mehreren Frauen und zahlreichen Nachkommen versorgt, während weniger aggressive Männer von der Fortpflanzung ausgeschlossen wurden. Plausibel oder nicht, in unserem Zusammenhang genügt die Feststellung des signifikanten Unterschieds. Auch das deckt sich mit den Alltagsbeobachtungen und den Pressemeldungen über Vorfälle mit Gruppen in Deutschland. Aggressivität kann durchaus im Blut liegen. Dass sich verschiedene Ethnien unterschiedlich verhalten, ist alles andere als ein Konstrukt. Ein Blick in die Gefängnisse gibt darüber Auskunft. Können Sie noch? Dennoch hat es heutzutage wenig Sinn und wäre auch moralisch fragwürdig, an einem rein ethnischen Nationenverständnis festzuhalten. Wir können überall in Deutschland Kinder und Jugendliche beobachten, bei denen man sieht, dass sie keiner europäischen Ethnie entstammen, die sich aber in ihrem Benehmen, in ihrer Sprache, in ihrem Habitus von ihren deutschen Mitschülern in nichts unterscheiden. Die sind einfach Deutsche geworden, indem sie die Gepflogenheiten ihrer Umwelt angenommen haben. Eigentlich ist das die normalste Sache der Welt. Gerade die deutschen Auswanderer haben sich immer vorbildlich, ja streberhaft in ihre jeweilige Nation eingefügt. Und dafür wurden sie geschätzt. Ein Schwarzer, Asiate, Orientale, Südamerikaner, der hier geboren ist, meine Sprache spricht, meine Kultur achtet und sich zu Deutschland als Heimat bekennt und seine Rechnungen selber bezahlen will, ist mein Landsmann. Und wenn er eine Tracht anzieht und mit mir auf die Wiesen geht, erst recht. Mein mittlerer, angeheirateter Sohn stammt ab von einer in Russland geborenen Israelin und einem Japaner. Er ist also erkennbar ethnisch nicht deutsch. Er ist in Deutschland zur Welt gekommen, deutscher Staatsbürger. Er geht auf ein deutsches Gymnasium. Deutsch ist seine Muttersprache. Er liest vor allem deutsche Bücher, wenn auch entsetzlich wenige. Er spielt Schubert, Mozart und Bach auf dem Klavier. Und ich habe ihn auch schon beim Bier erwischt. Augustiner, bei Löwenbräu hätte ich ein Terz gemacht. Nur vor den Fridays for Future Tumulten hat er sich bislang erfolgreich gedrückt. Er ist eben kein richtiger Deutscher. Aber zahlreiche hierzulande geborene Kinder und Jugendliche fremder Abstammung haben sich in ihrem Habitus überhaupt nicht angeglichen und wollen offenkundig nicht dazugehören. Man muss sich nur vorstellen, die Bundesregierung lüde zum nächsten Integrationsgipfel abwechslungshalber einmal nur nicht-muslimische Einwanderer ein. Also Einwanderer aus Osteuropa, Südamerika, Vietnam, Israel, Japan, Russland etc. Die Veranstaltung käme zu zwei Ergebnissen. Ein Integrationsgipfel ist unnötig bei Menschen, die sich integrieren wollen, wäre das erste Ergebnis. Und es gibt speziell eine Gruppe, für die das nicht gilt. Komme mir keiner mit vorwiegend sozialen Ursachen von Segregation und Misserfolg. Die Vietnamesen, die hier einwandern, stehen anfangs sozial nicht besser als die Muslime oder Nafris. Sie werden vom deutschen Staat eher benachteiligt. Aber eine Generation später findet man sie an den Gymnasien und Universitäten. Ohne den sogenannten Brain Drain aus Ostasien stünden die Universitäten und IT-Firmen in Amerika nicht so gut da. Die politischen Folgerungen aus dieser Tatsache sind evident, aber nicht mein Thema. Es kann also gewissermaßen im Volkscharakter angelegt sein, dass man sich in der Fremde anpasst. Dass man sich sogar so weit anpasst, dass man in dem neuen Volk aufgeht. Wie es die deutschen Adligen mit Katharina der Großen an der Spitze in den europäischen Herrscherhäusern taten, wie es vielleicht eines Tages Frau Merkel in Paraguay tun wird, wie die deutschen Auswanderer in Amerika. Der hohe Wert, den in den USA die Feststellung genießt, jemand did a great job, ist auch eine Spur der deutschen Mentalität in der amerikanischen Gesellschaft.
Andererseits ist gerade Amerika, the land of the free, das multikulturelle und multiethnische Zukunftslabor, the melting pot, derzeit der beste Beleg dafür, dass wohl doch nicht alle Völkerflüsse in den Ozean der Weltzivilisation streben. The disuniting of the United States, die Arthur Schlesinger schon Anfang der 90er Jahre prophezeite, befindet sich im vollen Gange. Das Betriebsgeheimnis der Globalisten und Universalisten besteht darin, dass sie ungewollt lauter neue Partikularisten erzeugen. Partikularismen erzeugen und deren Träger sind nicht Habermasische Kommunikationskollektive, sondern Ethnien und Völkerschaften. Kluge Regierungen werden darauf reagieren, indem sie die Anpassung von Einwanderern an ihre nationalen Eigenarten fördern und belohnen und gegebenenfalls erzwingen. Unsere Gleichmacher und Eigenartsplanierer indes haben sich auf eine Sisyphos-Aufgabe eingelassen. Die in Jahrtausenden gewachsenen Unterschiede zwischen Rassen, Völkern und Kulturen werden sich im Laufe ihres Menschenalters und Kommunikationsepöchleins weder abschleifen noch beseitigen lassen. Das ahnen oder wissen sie natürlich längst. Deswegen haben sie beschlossen, jeden unnachgiebig als Rassisten und Menschheitsfortschrittfeind zu verfolgen, der solche Unterschiede überhaupt thematisiert. Ihr Geifer wird uns in den kommenden Jahren begleiten und er sollte Musik in unseren Ohren sein. Diese Sisyphosse muss man sich gewiss nicht als glückliche Menschen vorstellen. Ich konnte nur einige Aspekte dieses Themas streifen, aber jetzt muss ich zum Schluss kommen. Lassen wir uns unsere Alltagserfahrung nicht ausreden und stellen wir uns der Herrschaft der gut gemeinten Lügen entgegen. Lassen wir die Völker und ihre Eigenarten, lassen wir die Flüsse hochleben. Der Weg zum Ozean ist noch unendlich weit. Vive la différence. Vielen Dank. Applaus